Also herzlichen Dank. Jetzt werde ich natürlich nicht alles wiederholen, sondern stelle fest, dass alles, was jetzt hier aufgeschrieben worden ist an den Tafeln, ne, das müssen wir natürlich in Ruhe auswerten. Aus dem Petscher-Kutscher habe ich erstmal mitgenommen, dass es sozusagen einen großen, also sehr großen Einklang damit gibt, was in den Grundsätzen alles aufgeschrieben ist. Eigentlich habe ich aus den Vorträgen wahrgenommen, dass man sozusagen weiterführende Hinweise bekommen hat, dass man sich schon sehr freut auf den zweiten Teil der Leitlinien, weil der zweite Teil der Leitlinien wird so ein bisschen sozusagen, daran wird sich dann erweisen, wie handhabbar die Grundsätze sind und wie man dann auch wirklich damit umgehen kann. Aus den unterschiedlichen Zugängen jetzt zum Thema Bürgerbeteiligung nehme ich tatsächlich eine Bereicherung mit, dass man bestimmte Dinge sozusagen auch nochmal aus einer anderen Perspektive anschauen muss. Gerade beim Thema Kinder- und Jugendbeteiligung ist sehr dezidiert darauf hingewiesen worden, dass man jetzt hier bitte nicht nur für die Stadtplanung, sondern eigentlich in allen Politikfeldern braucht. Da weise ich jetzt nochmal dezidiert darauf hin, dass wir das hier aber bitte für die räumlichen Projekte der Stadtentwicklung machen. Es gibt im Senat die Verabredung, dass dieser Leitlinienprozess dann auch vom Ergebnis her übertragen wird in die Engagementstrategie und Bürgerbeteiligung insgesamt. Wir konzentrieren uns aber bitte weiterhin auf dieses Feld, weil das ist der Auftrag, den wir hier miteinander erfüllen wollen. Wenn ich zum Thema Ausblick etwas sagen soll, dann sage ich erstmal herzlichen Dank für alles, was bis hierher passiert ist. Also offensichtlich war der Entwurf, den wir da zusammen gemacht haben, also Sie mehr als ich, schon mal ganz brauchbar für diese Diskussion. Zweitens waren die Hinweise aus dem Petscher-Kutscher tatsächlich nützlich und fruchtbringend. Ich hoffe trotzdem, dass wir in der Lage sind, den Sack mit den Grundsätzen schnell zuzubinden, weil wir uns mit dem Thema Instrumente tatsächlich nochmal sehr intensiv beschäftigen müssen, weil dort ist dann tatsächlich die Musik drin. Wenn man den zeitlichen Prozess mal in einem Ausblick versehen will, es gibt ja den Grundsatz Nummer 11, also es ist eigentlich der Grundsatz Nummer 10, aber es ist die laufende Nummer 11, der sich dem Thema Ressourcen und Budget zuwendet. Und beim Thema Ressourcen und Budget muss man sich in bestimmte Prozesse einsortieren. Und wir werden einen Prozess der Haushaltsplanaufstellung haben für die Jahre 2020, 2021, der im Prinzip jetzt schon gestartet ist. Also die Verwaltungen sind von der Finanzverwaltung schon aufgefordert, das eine und das andere aufzuschreiben. Der Senatsentwurf wird im Juni beschlossen werden, im Juni 2019. Und es wäre eigentlich ganz schön, wenn schon in dem Senatsentwurf etwas drinstehen könnte zu diesen Kernbudgets und auch dessen Verteilung. Weil mir scheint es auch wichtig zu sein, die Erkenntnis, dass wir mit einer Anlaufstelle für die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an Projekten der räumlichen Stadtentwicklung wohl in Berlin nicht so wahnsinnig weit kommen werden. Ne, also wir werden wohl, vielleicht müssen wir nicht 1+12 denken, vielleicht reicht es, wenn wir 1+12-x denken, wenn wir vielleicht noch rückregional uns das ausdenken, aber es wird auf jeden Fall ein relativ aufwendiges Gremium sein müssen, weil auch der Hinweis ja richtig war, dass Verwaltungen, die sich mit den Themen beschäftigt und ihre Dienstleister, die haben tatsächlich auch so schon allerhand auf dem Tisch. Das heißt, wir müssen hier ein richtig erstens verstärkendes und zweitens integriertes Instrumentarium entwickeln, damit wir eben nicht hängen bleiben an dem Punkt, dass wir irgendwann, wenn uns unsere Kinder fragen, habt ihr denn vorher den Leuten alles erzählt, sagen können, ja, haben wir gemacht. Nein, wir wollen sie ja tatsächlich beteiligen und wir wollen sie zur Kooperation und zur Koproduktion animieren. Und das ist nochmal eine andere Hausnummer. Also worauf ich drängen möchte, und da gucke ich jetzt mal insbesondere alle die mit an, die mit dem Arbeitsprozess zu tun haben, dass wir uns relativ zügig und konzentriert an den zweiten Schritt machen, also die Instrumente und Maßnahmen der Bürgerbeteiligung. Dazu ist die Werkstatt im ersten Quartal, sage ich mal vorsichtig, geplant, im ersten Quartal 2019, damit wir dann aufbauend auf den Ergebnissen dort recht zügig sozusagen zumindest einen groben Gesamtrahmen haben, den wir auch schon in unserem Haushalt Anmeldungen berücksichtigen können. Das ist mir wirklich ziemlich wichtig, dass wir diese Anlaufphase, also wir haben jetzt ein Jahr gearbeitet und ich finde, in dem einen Jahr ist gut gearbeitet worden und das heutige Format, also vielleicht auch mal ein Dank an die, die sich das ausgedacht haben, das hat, finde ich, gut funktioniert mit dieser individuellen Beteiligungsmöglichkeit, mit diesen kurzen Schlaglichtern aus unterschiedlichen Perspektiven. Also das war alles sehr kompakt und weiterführend.
Und man weiß ja aber, dass man damit jetzt auch irgendwas machen muss. Ja, man kann nicht einfach sagen, ist jetzt gewesen und jetzt gehen wir mal gleich weiter. Nein, das müssen wir jetzt auch noch auswerten. Aber dieses eine Jahr Arbeit hat uns jetzt in die Lage versetzt, die nächsten Schritte sozusagen etwas konzentrierter und zügiger zu gehen, damit wir so ein Ziel ausgeben, tatsächlich vor dem Sommer 2019, zumindest aus Sicht des Arbeitsgremiums, zu sagen, wir sind fertig, wir übergeben das in die Hände der Politik und die soll dann damit bitte weiterverfahren, weil es ist ja auch die Frage gestellt worden, wie entsteht Verbindlichkeit für einen solchen Prozess und Legitimation, die entsteht natürlich durch politischen Beschluss. Das heißt, das, was das Arbeitsgremium vorlegt, wird in den Senat eingebracht und vom Senat dann ins Abgeordnetenhaus. Und wir werden auch einen Weg suchen müssen, wie wir es in der Beziehung zwischen Senat und Bezirken zu einer gewissen Verbindlichkeit führen. Auch da sind die Bestrebungen, sich intensiver miteinander zu verabreden und auszutauschen, sehr weit gediehen. Es gibt diese Woche eine gemeinsame Sitzung des RDB mit dem Regierenden Bürgermeister, irgendwann nächsten Monat, glaube ich, eine gemeinsame Sitzung des Senats mit dem RDB. Also wir werden diese Verbindlichkeit auch herstellen, weil sie ist die Voraussetzung dafür, dass dann auch sozusagen motiviert an die Umsetzung herangegangen wird. Und die Einbeziehung Privater, auch die Frage ist ja gestellt worden, die ist, sagen wir mal, dann die ganz hohe Schule. Wir bewegen uns hier auf dem Feld der vorgesetzlichen, informellen, freiwilligen Selbstverpflichtung. Ja, das ist das, was wir hier machen. Da kann ich jetzt für den Senat und einfach auch schon mal für die Bezirke sagen, da wird man dann die politischen Verantwortungsträger daran messen, inwieweit sie sich daran halten. Ja, und das ist letztlich abrechenbar. Inwieweit wir private Vorhabenträger gewinnen können, das vernünftig dann auch umzusetzen und zwar in einer Weise, die auch eine gewisse Angemessenheit behält. Ne, weil die Hinweise, die wurden zwar mit einem gewissen Murren zur Kenntnis genommen, das ist mir durchaus aufgefallen. Ne, also wenn man darüber redet, das darf nicht ewig dauern. Man muss auch daran denken, dass sowas Geld kostet. Und es gibt auch Rechte, ne, Baurecht, Planungsrecht, Eigentumsrecht. Ja, das gibt es alles. Und das muss man auch einbeziehen in solche Prozesse. Und damit muss man auch nicht irgendwie so rumdrucksen, sondern das muss man transparent machen. Und zwar nicht nur von Anfang an, sondern über so einen gesamten Prozess. Aber wenn diese Bereitschaft, und das ist mein Eindruck aus solcher Veranstaltung, wenn diese Bereitschaft wächst, sich auf solche Prozesse einzulassen, dann wachsen auch die Chancen, weitere Akteure einzubeziehen in den Prozess. Und in diesem Sinne, jetzt habe ich zwar sehr lange geredet, aber das hat vermutlich nicht gereicht, um Herrn Krüger noch herbeizuzaubern. Na, ich habe es versucht, Sie mögen das anerkennen, aber ich finde es auch nicht schlecht, wenn wir mit so einer Veranstaltung früher als gedacht fertig sind, weil das nämlich die Chance bietet, sich nochmal individuell auszutauschen, vielleicht nochmal zu lesen, was denn an den Tafeln geschrieben ist und auch nochmal genauer zu gucken, was ich noch gar nicht gemacht habe. Was ist denn in diese Glasbehälter jetzt tatsächlich reingekommen und wie kann man dieses Ergebnis würdigen? Vielen Dank.